Hannes Schindler wollte nur mit der Bahn nach Hause fahren. Doch dort sollte er nie ankommen. Da ist jemand ums Leben gekommen, der jemand war unser Sohn. Wir wollen einfach nur Gerechtigkeit. Die Umstände seines Todes sind bis heute nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft hat nicht ausermittelt. Und das werfe ich ihr konkret vor. Hannes war Fußballfan. Wurde er von gegnerischen Fans aus einem Zug geworfen? Hier ist ein junger Mann zu Tode gekommen. Nur weil er Fußballfan war, weil er die falschen Farben anhatte. Das darf und kann es einfach nicht sein. Das darf es überhaupt nicht geben. Hannes Schindler wurde nur 25 Jahre alt. 3 Jahre nach dem Vorfall haben Hannes Eltern Horst und Silke Schindler diese Nacht immer noch genau vor Augen. Nachts um 3 hat das Telefon geklingelt und da steht man eigentlich schon senkrecht im Bett, weil man dann eigentlich weiß, irgendwas ist passiert. Sofort fahren die Eltern ins Krankenhaus zu ihrem Sohn. Wir saßen dann halt erstmal da in der Aufnahme und es konnte uns ja keiner was sagen. Er ist schwer verletzt, er wird notoperiert. 11 Tage kämpft Hannes im Krankenhaus um sein Leben. Vergebens. Ja, und dann stehst du erstmal da. Das Gehirn ist tot, ja, der Mensch, das Herz schlägt zwar noch, ja. Und dann wurde er von der Geräte also abgeklemmt sozusagen und haben sie gesagt, kann eine Woche dauern, dass er noch lebt, aber kann auch ganz schnell gehen. Und jetzt sitzt du da so am Bett. Man begreift es nicht. Man will das nicht, man will das nicht wahrhaben. Ja, es kommt doch eben so vor. Es, der hat zu schlafen. So, das ist Hannes sein ehemaliges Zimmer gewesen. Ist jetzt als Erinnerungszimmer. Hannes war glühender Fan des 1. FC Magdeburg. Sammelte Schals, Trikots und weitere Fanartikel. Heute ist sein Zimmer voll mit Zeichen der Anteilnahme von anderen Fanclubs, die die Eltern zugeschickt bekommen haben. Ja, mein Herz steht still. Ja. Aber irgendwie müssen wir, das Leben muss weitergehen, das sagt man so schön. Und wir wollen nicht den Kopf in den Sand stecken, wir müssen eben kämpfen. Und dass eben doch mal die Schuldigen ermittelt werden. Doch was genau führte zum Tod von Hannes? Ein halbes Jahr wird der Fall untersucht. Mehr als 9000 Seiten an Akten. Dann werden die Ermittlungen überraschend eingestellt. Der Generalstaatsanwalt geht von folgendem Tathergang aus. 1. Oktober 2016, kurz vor 0 Uhr am Bahnhof Haldensleben bei Magdeburg. Hannes Schindler kommt gerade von einer Feier mit Freunden. Zu viert wollen sie nach Magdeburg fahren. Hannes steigt in die Regionalbahn. Seine 3 Freunde steigen eine Tür weiter hinten ein. Im Zug trifft Hannes auf Dutzende Fußballfans des Halleschen FC, dem Erzrivalen seines Lieblingsclubs aus Magdeburg. Der Zug fährt los und sofort kommt es zu einer Auseinandersetzung. Was dann passiert, beschreibt die Staatsanwaltschaft so. Wenige Augenblicke nach dem Betreten des Zuges schlugen mehrere Personen auf Hannes sowie ab Mitte des Zuges auf dessen 3 Freunde ein, als selbige sich zu Hannes begaben. Die Angreifer entstammten dem Kreis der HFC-Fans. Als Hannes Begleiter ihrem Freund zu Hilfe kommen, werden auch sie attackiert und stehen dann mit dem Rücken zu ihm. Einer der 3 sagt in seiner Vernehmung: Während der gesamten Zeit gab es ständig Schubsereien und Schläge durch die HFC-Fans auf uns. Das Ganze dauerte dann so etwa 1 bis 2 Minuten. Genau kann ich das nicht sagen, als ich dann plötzlich bemerkte, dass sich hinter mir die Tür der Bahn öffnete. Dass der Hannes nicht mehr da ist, bemerkte ich erst einige Momente später, nachdem die Tür wieder geschlossen war. Ob Hannes aus dem Zug sprang oder gestoßen wurde, konnten auch die anderen beiden Freunde nicht genau sagen. Die Staatsanwaltschaft beschreibt diesen Moment so. Unter dem Eindruck der Gewaltanwendung und Bereitschaft der HFC-Unterstützer geriet Hannes in Panik und betätigte den Türnotentriegelungshebel. Der Zug fährt zu diesem Zeitpunkt 36 Kilometer pro Stunde. Hannes Schindler stürzt aus der geöffneten Tür und zieht sich schwere Kopfverletzungen zu. Er fällt in ein Koma. Einen Notruf setzt niemand der Zuginsassen ab. 10 Minuten später wird er durch Zufall 140 Meter vom Bahnhof entfernt entdeckt
und kommt ins Krankenhaus. Doch aufwachen wird er nie wieder. Im Zug waren mehrere Kameras angebracht, aber aufgezeichnet haben die nichts, weil sie defekt waren. Von den Fans im Zug redet niemand mit der Polizei. Keiner will etwas gesehen haben. Die Staatsanwaltschaft berichtet, dass Dritte den Sturz verursacht haben, konnte nicht festgestellt werden. Doch es gibt mehrere offene Fragen und Zweifel, die der Anwalt der Schindlers seit Monaten untersucht. Für ihn habe die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen viel zu früh eingestellt. Nehmen wir an, er ist freiwillig rausgesprungen. Dann springt man so, dass die Füße landen. Nach der Obduktion hat man keinerlei Prellungen oder Schürfungen an den Füßen im Lendenwirbelbereich gesehen. Man hat keine Abschürfungen an der Haut groß festgestellt. Die Kleidung, die war auch ohne Abschürfung oder Beschädigungen. Das sind alles Sachen, die stehen im Widerspruch zu der Behauptung, dass er freiwillig rausgesprungen ist. Die ersten ungeklärten Fragen finden sich im Obduktionsbericht. Hier werden zum Beispiel Hämatome im Rückenbereich beschrieben. Hinsichtlich der Lokalisation ist aus rechtsmedizinischer Sicht jedoch an einen Tritt und/oder Schlag gegen den unteren Rücken zu denken. Auszuschließen ist nicht, dass dieser zum Sturz aus dem Zug nach Öffnung der Tür führte. Laut Obduktionsbericht trat Hannes' Kopfverletzung genau auf der Oberseite seines Schädels auf und sei somit nicht Folge eines üblichen Sturzgeschehens. Sowohl eine Beschleunigung des Körpers infolge eines Trittes, Schlages, gegen den Rücken, als auch ein Schubsen ist geeignet, den Kopfübersturz zu erklären. In Anbetracht des Geschehens wird aus rechtsmedizinischer Sicht eine Nachstellung mit entsprechendem Dummy und entsprechender Zuggeschwindigkeit angeregt. Diese Nachstellung hat bis heute nicht stattgefunden. Nicht nur die Eltern belasten die ungeklärten Ereignisse bis heute. Auch für Hannes Freunde hat sich alles verändert. An alten Autos schrauben, damit verbrachte Hannes viel Zeit. Am liebsten mit seinem besten Freund Robert Blaschke. Den 40 Jahre alten Trabi restaurierten sie sehr aufwendig. Robert und Hannes kannten sich seit Kindheitstagen. Hannes und ich, wir haben ja auch mal gerne zusammengeschraubt an sämtlichen DDR-Fahrzeugen, ob es nun sein Moped war, seine KR50 oder sein SR2. Irgendwann ist er dann halt zum Trabi gekommen, ja, wurde halt immer rumgebastelt, weil immer irgendwas nicht funktioniert hat. Neben der Vorliebe für Autos teilten die beiden Freunde auch die Leidenschaft zum Fußball. Also Hannes und ich waren, kann man sozusagen sagen, fast wie Brüder. Wir waren lebensfroher, lustiger Chaot, ja. Ja, wir sind zusammen zu Auswärtsspielen gefahren. Jedes Heimspiel mitgenommen, haben den Fußball genossen, haben unsere Mannschaft unterstützt, ja, waren mit den Jungs unterwegs. Und auch als Robert seinen Freund das letzte Mal lebendig sieht, sind sie gemeinsam im Stadion in Magdeburg. Wir haben uns getroffen vormittags, sind dann zum Stadion gefahren, haben uns das Spiel angeguckt, unsere Mannschaft angefeuert und ja, nachmittags haben wir uns dann sozusagen getrennt. Wollten eigentlich auch zusammen wegfahren mit einem Zug nach Heinsleben. Und wir haben alle den Zug verpasst und dadurch sind wir halt nicht zusammengefahren. Während vor dem Krankenhaus Dutzende Fans mit Hannes bangen, muss Robert Blaschke drinnen Abschied von seinem Freund nehmen. Ja, ich sag mal so, ein Kumpel liegt da und es sieht so aus, als ob er schläft. Und in dem Moment weiß man aber, jetzt sagt man Schuss und er kommt nicht wieder. Robert fährt heute kaum noch zum Fußball. Er fordert die Halle-Fans aus dem Zug auf, endlich zur Aufklärung des Falles beizutragen. Man sollte auch nicht alle über einen Kamm scheren. Aber vielleicht sollten die mal drüber nachdenken, die im Zug waren, die vielleicht was gesehen haben, sich mal ins Gewissen reden und mal drüber nachdenken, wenn sie vielleicht betroffen gewesen wären, wie weit es gehen würde, wie weit es gehen darf. Mehr als 80 Halle-Fans waren laut Staatsanwaltschaft im Zug. Keiner will etwas gesehen haben, die meisten sagen nichts und berufen sich auf ihr Aussageverweigerungsrecht. Der Anwalt der Schindlers ist fassungslos.
Insbesondere, wenn man die Passagiere sieht, die das beobachtet haben. Die hätten auf jeden Fall die Notbremse ziehen müssen. Wir versuchen, mit den Fans des Halleschen FC zu sprechen, wollen die Sicht von ihnen hören und kontaktieren dafür den Verein und das Fanprojekt Halle. Dort antwortet man uns: Wir haben Ihr Anliegen in die Fanszene eingebracht. Nach wie vor ist der Fall Hannes Schindler ein sehr schwieriges Thema innerhalb der Szene. Bisher habe ich keine Rückmeldung erhalten, dass jemand für ein Interview zur Verfügung steht. Und der Verein ergänzt: Der HFC hat deeskalierend auf die Fanszene eingewirkt. Die Aufklärung des tragischen Vorfalls obliegt den zuständigen Ermittlungsbehörden. Ausdrücklich sei erwähnt, dass sich der genannte Vorfall außerhalb des Hoheits- und Verantwortungsbereichs des HFC zutrug. Es gibt aber auch unabhängige Zeugen, die etwas zu sagen hätten. Kurz nach dem Vorfall im Zug meldet sich eine Frau telefonisch bei der Polizei. Sie hätte gesehen, dass mindestens 15 bis 20 Personen auf eine Person einschlugen und eintraten. Die 15 Personen habe sie als HFC-Fans erkannt, da sie Fanschals des HFC getragen hätten. Auf einmal soll sich die Tür geöffnet haben. Die Zeugin habe nicht gesehen, ob jemand aus dem Zug geflogen ist. Die Tür soll auch sehr schnell wieder zugegangen sein und die Menschentraube habe sich daraufhin von der Tür entfernt. Die Zeugin denkt, dass sie die Personen eventuell wiedererkennen würde, wenn man ihr Videoaufnahmen zeigt. Wir kontaktieren die Zeugin. Aus Angst vor den Tätern will sie nur am Telefon mit uns sprechen. Sie erinnert sich an den Moment, als Hannes den Zug betrat. Wir haben nur mitbekommen, dass die gerufen haben, jetzt geht's los und alle aufgesprungen sind und nach vorne gerannt sind. Da müssen mehrere Leute auf einen eingetreten und eingeschlagen haben. Mein Freund ist aufgestanden und hat gerufen, Mensch, das muss doch nicht sein, zu dieser Gruppe Leuten. Und einer davon kam zurück, hat sich in den Gang gestellt und hat zu meinem Freund gesagt, und du setz dich mal lieber hin, hältst dich da raus, weil ansonsten bist du der Nächste. Das hat fürchterlich gewackelt, immer weiter und immer weiter, bis wir dann auch gesehen haben, dass einer von den Leuten definitiv einen Schlagring in der Hand hatte. Dann auf einmal ging die Tür auf, es ging ganz schnell, Tür auf, Tür zu. Und der Zug fuhr in der Zeit einfach weiter. Ja, danach war Mucksmäuschenstille im Zug. Ein paar sind auch noch stehen geblieben im Gang, ein paar haben sich wieder hingesetzt, aber es war sehr still. Ob Hannes gesprungen sei, konnte sie nicht erkennen. Sie meldet sich damals bei der Polizei und wird zur Vernehmung aufs Magdeburger Revier gebeten. Das sei für sie zu weit entfernt. Sie bittet darum, in ihrem Heimatort auszusagen. Da wurde ich sozusagen abgebügelt durch eine Mitarbeiterin, die mir dann gesagt hat, wer nicht will, der hat schon. Und es wurde aufgelegt. So als wollte man meine Aussage gar nicht, als wäre das gar nicht wichtig. Hat sich dann noch mal jemand bei Ihnen gemeldet? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich kann es nur so wiedergeben, dass ich ein paar Mal darum gebeten habe, das machen zu dürfen, die Aussage, und mir das nicht gewährt wurde. Das heißt, Sie haben bis heute keine Aussage machen können bei der Polizei? Nein. Also das ist die Krönung. Sie hat sich freiwillig gemeldet. Die Polizei hat dann pflichtgemäß die Dame auch angeschrieben. Zweimal ist sie nicht erschienen. Wir wissen nicht warum. Und ich werfe der Staatsanwaltschaft vor, dass sie hier keine staatsanwaltschaftliche Vernehmung veranlasst hat. Beim Kampf um die Aufklärung des Falles bekommt Familie Schindler ungeahnte Unterstützung aus der Fanszene des 1. FC Magdeburg. Wilhelm Töller und Andy Kosmalska betreiben ein Fanforum und unterstützen die Schindlers seit 3 Jahren. Der erste Kontakt entstand auf Hannes' Beerdigung. Lasst uns nur nicht im Stich. Das waren die Worte von der Silke, natürlich mit Tränen und in dieser tiefen Trauer von allen. Und da habe ich ihr versprochen, ich gebe dir mein Wort, wir lassen euch nicht im Stich, wir helfen euch. Wir werden alles tun, was machbar ist. Die Anteilnahme in Magdeburg ist riesig. Am Abend des Todes von Hannes Schindler findet eine Mahnwache vor dem Stadion statt. Und es folgen weitere Aktionen. Ja, wir haben angefangen mit einem sogenannten Fanmarsch, Protestmarsch, mit einer Demo vom Amtsgericht, vom Gerichtsgebäude in Magdeburg. Wir haben viele Protestbriefe, viele Dinge gemacht über den juristischen Weg, über sämtliche legalen Wege, über einen Anwalt, die Staatsanwaltschaft, Generalstaatsanwaltschaft, haben Anträge gestellt bis zum Stehkragen. Und dann haben wir gesagt, wir müssen jetzt
eine Petition machen. Wir müssen einen Aufruf starten, um vielleicht zu erwirken, dass man dieses Ermittlungsverfahren neu aufrollt durch eine ortsfremde Staatsanwaltschaft, die überhaupt nichts mit Sachsen-Anhalt zu tun hat. Die Petition wird von mehr als 32.000 Menschen unterschrieben und im Frühjahr 2019 im Landtag eingereicht, bisher ohne Ergebnis. Die Staatsanwaltschaft muss sich konkret vorwerfen lassen, dass sie die gesamte Angelegenheit nicht ordnungsgemäß ausermittelt hat. Es hätte zum Beispiel die wichtige Zeugin gehört werden müssen. Es hätten DNA-Abgleiche mit dem Beschuldigten stattfinden müssen hinsichtlich der Misch-DNA, die auf den Sachen von Hannes gefunden worden sind. Und da gibt es viele diverse Kleinigkeiten. Wir wollen mit der Staatsanwaltschaft Magdeburg über die vielen Widersprüche und offenen Fragen reden. Doch niemand will uns ein Interview geben. Also stellen wir unsere Fragen per E-Mail, insgesamt 13. Die Staatsanwaltschaft wird keine dieser Fragen konkret beantworten. Sie teilt uns lediglich mit. Nachdem die Staatsanwaltschaft nach ihrem Ermessen alle notwendigen Ermittlungen geführt hat, hat sie das Verfahren wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs und anderer Delikte eingestellt, weil ein hinreichender Tatverdacht gegen niemanden bestand. Hannes ist aus dem Zug gefallen oder gesprungen. Personen, die etwa an Gewalttätigkeiten gegenüber Hannes im Zug beteiligt waren, konnten nicht identifiziert werden. Beweisbare Tatsachen, die darauf schließen lassen könnten, Hannes sei von dritter Hand getötet worden, respektive aus dem anfahrenden Zug gestoßen worden, sind nicht vorhanden. Silke und Horst Schindler wollen sich mit diesen Antworten nicht zufrieden geben und kämpfen weiter für die Aufklärung der Todesumstände ihres Sohnes. Auch wenn es schwer fällt. Schwer. Jeden Tag aufs Neue eigentlich aufzustehen. Ich sag, du stehst auf und entweder das ist ein Scheißtag oder das ist ein Scheißtag. Wie gesagt, jemand zum Friedhof, mehrmals am Tag. Wie gesagt, da ist jemand ums Leben gekommen, der jemand war unser Sohn. Und wir wollen einfach nur Aufklärung, Gerechtigkeit und endlich einen Strich drunter Frieden finden. Und Frieden finden, ja. So.